Hallo und herzlich willkommen auf Mazes Clash Channel. Aus dem letzten Clankrieg gegen Algeria sind noch ein paar gute Replays übrig geblieben, und zwar von Angriffen auf unsere Nummer 1, Jay Justin. Und wie ihr hier sehen könnt, hat er wirklich 3 von 4 Verteidigungen gewonnen, und diese 3 Verteidigungen waren auch noch gegen die gegnerische Nummer 1, Nummer 2 und sogar gegen die Nummer 3. Also er hat erfolgreich gegen die ersten 3 verteidigt, und ich werde euch davon 2 Angriffe zeigen, sowie einen Angriff von einem Rathaus 9er auf ihn. Wir fangen mal an mit dem Angriff von der Nummer 1 Bufira auf Jay Justin, der mit Schweinen von rechts oben anfängt, die Clanburg zu locken, und rauskommt ein Drache und 3 Loons. Und für ihn stellt sich jetzt schon die allererste Schwierigkeit, diese Clanburg nach unten zu ziehen. Also normalerweise mittlerweile zieht ja kaum mehr jemand die Clanburg, da das mit dem Giftzauber eigentlich sehr, sehr easy geht. Egal welche Truppen da in der Clanburg drin sind. Aber Bufira hat sich dafür entschieden, die Clanburg nach unten zu locken. Der Bogenturm hat ihm das Leben etwas schwer gemacht. Und jetzt hat er es aber endlich geschafft, die Clanburg ganz nach unten zu ziehen. Und zerstört mit ein paar Magiern und ein paar Bogenschützen noch den Drachen, der noch drin war. Den einen Zauber, den sich Bufira jetzt durch das Ziehen der Clanburg gespart hat, nimmt anstatt einem Giftzauber nun ein Speedzauber ein. Jetzt kommt seine Hauptmacht, nachdem er unten noch mit ein paar Magiern die restlichen Gebäude gecleant hat. Golems und Päcker kommen von rechts oben. Den Sprungzauber hat er schon frühzeitig gesetzt, damit die Truppen da auch ja rüberlaufen, was ihm aber später etwas zum Verhängnis werden könnte, wenn der Sprungzauber aufhört zu wirken. Aber die Magier sind relativ weit ausgestreut, machen da einen guten Job an sich. Aber ein Päcker läuft ihm da rechts vorbei, außen an den Mauern, und ist dann leider schon Geschichte bald. In der Mitte ein Freeze-Zauber auf den X-Bogen, auf den Inferno-Turm. Und so viele Truppen sind gar nicht mehr übrig in der Mitte. Die Queen kommt erst jetzt hinterher. Die Hexen haben da in der Mitte überhaupt keine Chance gegen die geballte Wucht von den ganzen Verteidigungen. Und die Königin driftet nach rechts unten ab, wird von einem Tesla getroffen und nimmt gerade noch eine Luftabwehr und auch den Tesla mit. Eine Riesenbombe nimmt sie auseinander, und übrig bleibt nur noch eine Hexe oben, die aber nicht mehr viel Schaden ausrichten kann. Mit 47% eher keine Gefahr für das Rathaus, aber eigentlich für die 50% schon fast dran. 4 Bogenschützen bleiben noch, und es ist jetzt die Frage, wo er die hinsetzt, denn Jay Justin hat seine Base so aufgebaut, dass es wirklich schwierig ist, irgendwo überhaupt noch Punkte zu ergattern, und da setzt Bufira die Bogies einfach rechts oben und sie haben keinerlei Auswirkungen. Wir springen dann gleich in den zweiten Angriff rein, von der Nummer 2 Kyo auf Jay Justin. Dieser geht es ohne die CB zu locken an und kommt mit seinen Golems von links oben. Ein paar Mauerbrecher machen da einen Teil der Mauer auf, und der andere Golem bleibt rechts oben an der Wand stecken. Ein Wutzauber beschleunigt hier, und ein Sprungzauber soll alle in die Mitte hineinbringen. Etwas gestaffelt ist hier alles aufeinander, heißt, der Mörser macht dann doch ordentlich Schaden, wenn er mehrere der Truppen gleichzeitig trifft. Jetzt stehen alle in der Mitte, und oben hat der Inferno-Turm die Magier unter Beschuss, und diese haben es leider nicht geschafft, oder was heißt leider, glücklicherweise nicht geschafft, Jay Justins Rathaus zu eliminieren, und die Königin ist hier abgelenkt vom König. Sie muss eigentlich nur noch 1-2 Schüsse auf das Rathaus abliefern, denn es hatte nur noch sehr wenig Lebenspunkte, wird aber vom König abgelenkt und von dem Inferno-Türmen dann endgültig besiegt. Der Golem unten lenkt noch ab, der Minenwerfer hat die letzte Hexe, die unten noch am Leben war, zerstört. Ein paar Skelette bleiben, Kyo noch, genauso wie ein Bogenschütze, der unten noch ein paar Prozente holen kann. Aber es sieht sehr schlecht für ihn aus. Rechts ist noch ein Bogenschütze übrig, und der eine Golem, der oben noch vereinzelt an der Mauer steht und versucht, diese zu durchbrechen. Wäre dieser wirklich mit in die Mitte gegangen, wäre das Ganze vielleicht anders ausgegangen. Wir beschleunigen das Ganze mal und schauen zu, wie der letzte Golem da noch auseinandergenommen wird. Und mit 48% hat leider auch Kyo den Angriff gegen Jay Justin verloren. Und jetzt zur Belustigung all unserer hat die gegnerische Nummer 17, Jay Justin, als allerletzte noch angegriffen und greift hier mit Lava Loon ohne Rücksicht auf die Clanburg, ohne Rücksicht auf Verluste, einfach von rechts unten, ohne große Taktik,
Spam die Loons rein und ein paar Lava-Hunde vorne weg. Greift er an. Und die Loons fliegen eigentlich relativ gut rein, muss man sagen. Sie haben sogar schon den ersten Inferno zerstört. Überall sind Wutzauber verteilt. Und rechts ist eigentlich jetzt so viele Verteidigungen wurden rechts gecleant, dass es jetzt ein leichtes ist, einfach rechts mit ganz, ganz wenigen Truppen noch sehr, sehr viele Prozente zu holen. Und ihr seht, wir sind jetzt schon bei 39% und die Königin bleibt als einziger Held noch übrig. Der Drache wird von ihr noch auseinandergenommen. Und jetzt dreht sie da praktisch ihre Kreise gegen den Uhrzeigersinn und räumt die ganzen übrig stehenden Gebäude noch weg. War ja ein guter Angriff, würde ich sagen. Sehr unerwartet. Wir hatten das nicht mehr geglaubt, dass da vor allem die Nummer 17 gegen die Nummer 1 noch einen Stern holen könnte. Und so geht das Ganze mit 58% aus. Und die gegnerische Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 dürfen sich jetzt recht schämen, dass sie da keine Sterne geholt haben. Also ihr seht schon, was Rathaus 10er nicht zustande bringen, das können Rathaus 9 erschaffen. Manchmal muss man vielleicht einfach nur frech genug sein und da einfach mit voller Wucht draufgehen. Meistens ist es aber natürlich besser, wenn man sich vorher eine Strategie überlegt. Aber die Rathaus 10er haben da anscheinend einen wirklich schlechten Tag gehabt. Und so ist es nur dem Rathaus 9er gelungen, einen Stern zu holen. Das war's auch schon wieder von dieser Episode. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, hier auf Mazes Clash Channel.